ist nicht leicht zu verstehen, was viele Leute dazu bewegt, zu allen Tages- und Nachtzeiten Folgendes zu sich zu nehmen. Feinst zerkleinertes Fleisch in Form einer Wurst, darüber eine kräftige Portion an Gewürzen und in Öl frittierte Kartoffelstäbchen. Aber verfolgen lassen sich verschiedene Gesichtspunkte zu diesem schnellen Gericht. Und die sind vielfältiger, als man denkt. Guten Tag, die Lebensmittelaufsicht. Pater, das ist mein Name. Ich muss bei Ihnen eine Probe nehmen, und zwar Currywurst von der Weißenburg. In Berlin gibt es ca. 1500 Imbissstände. An rund 500 wird ein Essen verabreicht, das seit Jahrzehnten Kult ist. Ein Kult des schnellen Happens, dem irgendwann so gut wie alle Gesellschaftsschichten verfallen, die Currywurst mit Pommes. Kartoffel ist am Anfang Viehfutter, weil die alten Nahrungssysteme so stabil sind, dass die sich nicht einfach von der Kartoffel über den Haufen schmeißen lassen. Aber unter der wirtschaftlichen Not der Ereignisse tritt die Kartoffel dann am Ende des 18. Jahrhunderts, vor gut 200 Jahren, den Sprung an vom Viehtrog auf den Tisch. Und landete schließlich um die Mitte des 19. Jahrhunderts in der Friteuse einer Pommesbude, die sich noch heute in Antwerpen neben der Kathedrale befindet. Laut einer Legende gelten die Belgier als Erfinder der Pommes frites. Es wird erzählt, dass Fischer nach einem schlechten Fang die Fische durch geschnittene Kartoffeln ersetzten, die sie in Öl frittierten.